Mia, ich habe dir heute etwas mitgebracht. Schau mal in die Tasche. Oh, ja, eine Gießtanne. Ja, weil du mir immer so schön beim Gießen hilfst, habe ich dir jetzt eine eigene Gießkanne gekauft. Toll, danke, Papa. Ich habe die Badesachen schon alle eingepackt. Kann ich meinen neuen Bikini gleich schon anziehen? Ja, das kannst du machen. Ich meinen Badeanzug auch, Mama. Deinen habe ich schon eingepackt, Anna. Du kannst dich im Seeuferpark umziehen. Na gut. Ich bin schon total gespannt, wie der neue Seeuferpark geworden ist. Ich glaube, das ist richtig toll dort. Ich habe schon ein Foto von einer riesigen Rutsche gesehen. Ich ziehe noch den Rock dazu an und meine Badeschlappen. Bin fertig, wir können los. Prima. Oh, hallo. Hallo. Wo geht ihr denn hin? Wir gehen zum neuen Seeuferpark. Wir auch. Juhu, da können wir zusammen spielen. Das ist ja super. Dann sehen wir uns ja gleich dort. Ja, bis gleich. Wow. Cool. Ist das toll hier. Schaut mal, da sind große Rutschen. Die gelbe ist mega steil und bestimmt richtig schnell. Und da drüben ist ein Kinderpool. Am besten, wir suchen uns erstmal einen Liegeplatz. Dann schauen wir alles an. Hier ist ein guter Platz. Ja, prima. Mia, neue Gießtanne. Na toll, Mia, dann kannst du hier ja alles gießen. Komm, wir können deine Gießkanne dort an dem kleinen Becken füllen. Ja! Huch, das ist ja ein Whirlpool. Das sprudelt ja. Ich bin richtig nass geworden. Zum Glück habe ich meinen Bikini schon an. Bitte, die Gießkanne ist voll. Danke. Blumen gießen. Ja, genau. Der Park ist so schön. Finde ich auch. Ich lege mich zuerst mal in die Sonne. Papa, auch gießen. Ah, hey Mia, hast du mich erschreckt? Das Wasser ist ganz schön kalt. Naja, jetzt bin ich wenigstens schon geduscht. Das Handtuch allerdings auch. Also ich bin mit den Kindern jetzt mal am Kinderpool. Komm Anna, wir gehen auch mit. Ja, ja, juhu. Ja, auch schaukeln. Malte, das ist doch eigentlich eine Schaukel für Kleinkinder. Meine kleine Cousine möchte auch mal schaukeln. Klar, kein Problem. Mia, gießen. Hey, was bist denn du für ein kleiner Frechdachs? Die Schaukel ist jetzt frei. Komm, Malte, wir gehen weiter. 1, 2, 3. Ja! Kommt ihr mal mit auf die großen Rutschen? Oh, ja! Du kannst ruhig gehen, ich passe auf Mia auf. Juhu! Ja! Ja! Kommt ihr auch mit rutschen? Okay. Hallo, Herr Pauli! Ah, hallo, Kinder! Ich will mal auf die Freefall-Rutsche. Anna, wir rutschen lieber die kleinere, oder? Ja. Traust du dich auch, Lena? Die ist schon ziemlich hoch, aber ich glaube, das ist witzig. Die steile Rutsche ist mega cool. Ich will als Erster. Gleich geht's los. Jetzt wir. Das hat Spaß gemacht, oder? Ja, das war toll. Malte, wo hast du denn das Blatt her? Das habe ich beim Rutschen aus Versehen von dem Gewächs da abgerissen. Es war keine Absicht. Vielleicht kannst du es ja als Sonnenhut gebrauchen. Hey, warte doch. Sigi, schenke ich dir. Was soll ich denn mit diesem Grünzeug? Weg damit. Wo kommt das denn jetzt her? Das kann ich gerade noch gut als Fächer gebrauchen. Ist sowieso langsam zu heiß in der Sonne. Jetzt rutsche ich. Schau, Anna, jetzt rutscht Lena. Super, Lena, das war sehr mutig von dir. Die Rutsche ist wahnsinnig schnell, aber auch total cool. Achtung, jetzt komme ich. Oh. Papa rutscht. Papa. Huch. Meine Güte, hast du einen Schwung drauf gehabt. Das Sprungbrett darf jetzt benutzt werden. Cool. Sollen wir uns mal wieder an unseren Platz setzen? Ja, ich gehe jetzt auch aus dem Wasser.
Ich bleib noch hier und schau den Jungs aus meiner Klasse zu. Die springen jetzt vom Sprungbrett. Achtung, los! Ich mache einen Köpfer. Cool! Oh nein, Mia steht auf dem Sprungbrett. Mia, das Sprungbrett ist noch nichts für dich. Komm lieber wieder runter. Ja, gieß lieber die Blumen. Jetzt spring ich mal. Passt mal gut auf, Jungs, da könnt ihr noch was lernen. Ich spring jetzt mit Anlauf. Aus dem Weg, jetzt kommt Siggi. Was war denn das, Siggi? Ein Purzelplatscher? Haha, sehr witzig. Ich bin ausgerutscht, das Sprungbrett war total nass und rutschig. Sollen wir mal an der Beachbar etwas zu trinken holen? Gute Idee. Oh ja, ich habe einen ziemlichen Durst. Ich möchte auch was trinken. Hallo. Hallo Lisa, du bist ja auch da. Ja, mein Papa und ich sind aber gerade erst gekommen. Kommst du nachher mit mir zur Schwimminsel? Oh ja, das ist bestimmt witzig. Lena, Anna, eure Getränke. Danke. Am See ist es immer so wunderschön und es geht so ein angenehmer Wind. Ja, das stimmt. Mama, Lisa und ich schwimmen zur Insel. Alles klar. Achtung, die Mädels kommen. Das ist unsere Insel. Hey, wir wollen auch mit drauf. Komm, wir schleichen uns von der Rückseite her an. Achtung, sie sind da drüben. Mist, die haben uns schon gesehen. Ihr seid gemein. Pass auf, Lena, da kommt eine Riesenwelle. Jetzt schnell drauf. Äti, jetzt ist es unsere Insel. Oh, Manu. Hörst du das? Ah, da kommt ein Crepe-Verkäufer. Lecker Crepe. Ich muss meine Eltern fragen, ob ich einen bekomme. Ich habe auch Hunger. Mama, Papa, darf ich einen Crepe essen? Ich auch. Ja, klar. Ich hol mir auch einen. Hier riecht schon so gut. Stellen wir uns mal an, bevor die Schlange zu lange ist. Wie möchtet ihr denn euren Crepe? Ich möchte meinen mit Zucker und Zimt. Und ich bitte mit Schinken und Käse. Hier, bitte. Danke. Danke. Oh, Mia, schau mal. Papa, Paul und Alex essen einen Crepe. Wie schmeckt der denn? Also der Crepe schmeckt so gut. So einen guten habe ich wohl noch nie gegessen. Sehr lecker. Rutsch doch mal, dann könnt ihr euch auch einen kaufen. Komm, Mia, lass uns rutschen. Sonst fährt der Crepe-Verkäufer weiter und wir gehen leer aus. Mia, erst gießen. Hey, mein Crepe. Ob der jetzt auch noch so lecker schmeckt? Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.